Das Phoenix-Tagesgespräch heute mit Herrn Thomas Heilmann. Er ist CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Justizsenator von Berlin. Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen, Herr Saar. Herr Heilmann, Sie haben eine einstweilige Verfügung beim Bundesverfassungsgericht eingereicht und eine Einleitung eines Organstreitverfahrens im Streit um das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG. Kurz für Nichtjuristen, erklären Sie, was Sie vorhaben. Das Gesetz soll in maximaler Kürze durch den Bundestag gepeitscht werden. Konkret, Freitagabend kommen erst 180 Seiten Texte, so genau wissen wir es nicht. Dann soll das am Montag vor die Experten, am Dienstag in die Fraktion, am Mittwoch in den Ausschuss und am Donnerstag verabschiedet werden. Da ist eine seriöse Beratung nicht mehr möglich. Die Abgeordneten der FDP meinten, von den 170 Seiten rund dem Entwurf des Gesetzes gehören 120 in die Tonne. Wie sehen Sie das? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich ja gar nicht weiß, was die jetzt da ganz genau wollen. Wir werden ja mit 2 Seiten Absichtserklärungen abgespeist. Und das ist eben Teil der Kritik, dass man so nicht seriös mit Gesetzen umgehen kann. Es gibt diese Verkürzung schon länger und ich kritisiere das schon länger. Auch in der letzten Legislaturperiode habe ich das umfangreich kritisiert. Aber jetzt ist es wirklich ganz schlimm geworden, sodass der Bereich der Verfassungswidrigkeit aus meiner Sicht eindeutig erreicht ist. Wir können, also es gibt auch noch nie, hat es so viele Korrekturgesetze allein im Bereich Energie und Klima gegeben. Weil in diesen Schnellverfahren halt immer wieder auch richtig handwerkliche Fehler passieren. Das heißt, Sie sagen, hier ist ein verfassungsrechtliches Recht nicht mehr geschützt, das Sie als Bundestagsabgeordnete haben. Was für ein Recht ist das? Wo steht das? Es steht an mehreren Stellen des Bundestages, des Grundgesetzes, wie der Bundestag Gesetze verabschieden darf. Wer darf Gesetze vorschlagen? Schon das Recht, steht in Artikel 76, ist verletzt, weil der Vorschlagende sein Gesetz nicht mehr ändern darf. Aber das genau tut die Bundesregierung indirekt, indem sie ein Gesetz einbringen und gleich sagen, aber das gilt gar nicht, wir wollen eigentlich was anderes. Das ist schon die erste Verletzung. Dann Artikel 38 gibt dem einzelnen Abgeordneten, für den ich jetzt hier stellvertretend stehe, das Recht an einer gleichberechtigten Mitwirkung. Diese Verhandlungen, die da aber jetzt stattfinden, finden ja alle im Geheimen statt. Wir wissen noch nicht mal, wer da miteinander redet, gestellt denn wann und noch worüber. Und das alles geht so nicht. Das heißt, Sie können Ihren Job gar nicht machen, sagen Sie, weil Sie gar nicht Zeit haben, Einsicht rechtzeitig bekommen, um die Beratung und Erörterung eines so weitreichenden Gesetzes sozusagen halbwegs sinnvoll zu kommentieren, bevor es dann gesetzt wird. So ist es. Sie machen das ohne die Abstimmung der Fraktionsführung. Warum? Das stimmt nicht. Also alle meine Kollegen sind lange informiert, wünschen mir Glück und Erfolg, dass ich das hinbekomme. Es ist aber das Recht des einzelnen Abgeordneten. Und ehrlich gesagt habe ich mich erst Ende letzter Woche entschlossen, jetzt auch das Verfassungsgericht anzurufen. Mein Schriftsatz hat mit Anlagen 150 Seiten. Ich war froh, dass ich es überhaupt geschafft habe zeitlich. Da können Sie das jetzt nicht mit 190 Kollegen noch im Detail abstimmen. Das schaffen Sie einfach gar nicht. Dieses Gebäudeenergiegesetz in der Sache, sind Sie grundsätzlich aber dafür oder eher grundsätzlich dagegen, dass das kommt? Also wir brauchen eine Fortentwicklung des Heizungsrechts. Wir können natürlich nicht auf Dauer mit Öl- und Gasheizungen arbeiten, das ist klar. Wir müssen es aber in einer Weise machen, dass wir das mit der Bevölkerung machen. Und die Regierung hat schon die Reihenfolge falsch gemacht. Dann hat sie Anfang diesen Jahres die Förderung für Wärmepumpen von 50% auf 30% reduziert. Das ist doch der genau falsche Schritt. Dann gibt es keine Wärmeplanung. Es gibt nicht mal das Wärmeplanungsgesetz dazu. Insofern ist da handwerklich eigentlich alles schiefgegangen. Was ich sehr bedauere, weil wir bräuchten eigentlich ein gutes Gesetz. Das und zum anderen ist es ja auch eine Frage der Öffentlichkeitsarbeiten, der Kommunikation nach außen. Also wenn man etwas so Weitreichendes macht mit so massiven Auswirkungen, dass viele Bürgerinnen und Bürger sich überlegen, ob sie einen Kredit aufnehmen, um sozusagen diesem Gesetz Genüge zu leisten. Das führt ja auch zu einem hohen Verdruss. Sieht man ja auch teilweise schon an Wählerinnen und Wählerstimmen. Das muss sie doch auch doppelt frustrieren, oder? Ich bin sehr enttäuscht über das, was die Ampel da macht im Verfahren. Deswegen klage ich, aber auch in der Sache.
Am Ende schaden wir dem Klimaschutz und damit gibt es eigentlich nur Verlierer in diesem Prozess, was wirklich sehr zu bedauern ist. Und ich würde mich freuen, wenn das Verfassungsgericht beim Antrag stattgibt, dann hätten wir sozusagen noch mal Zeit, uns das zu überlegen, wie man das eigentlich besser machen kann. Das heißt, Sie sagen lieber ordentlich als schnell, obwohl die Zeit ja massiv drängt, richtig? Ja, aber das Gesetz soll in seinen ersten Teilen am 1. Januar in Kraft treten. Da müssen wir jetzt nicht Anfang Juli fertig werden. Dafür gibt es keinen Grund. Ich sage ja nicht, dass wir monatelang reden sollen. Hm. Mein Antrag bezieht sich auf 14 Tage. Wenn jetzt Karlsruhe sagt, nein, da ist ausreichend Zeit gewesen, dann haben Sie ja eigentlich verloren vor Karlsruhe. Wie glauben Sie, geht's aus? Sind die Chancen 50-50? Na, es ist immer so, wenn man einen Antrag bei Gericht stellt und das Gericht folgt einem nicht, dann hat man nicht gewonnen. Also das ist nun so. Das müsste ich dann akzeptieren, würde ich natürlich sehr bedauern. Wenn Sie jetzt sozusagen mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen in Ihrer Fraktion, wie ist da so die Gemengelage? Sagen die, mach's oder sagen die, lass es lieber, du schadest damit auch letzten Endes in diesem ohnehin undurchschaubaren Situation auch uns und auch unserer Art öffentlich zu kommunizieren? Die meisten freuen sich sehr darüber. Es gibt einige, die sagen, das werden die Leute nicht verstehen, warum du es machst. Aber das war ja eher ein taktisches Argument. Also in der Sache sind wir alle einer Meinung. Dann wünsche ich jetzt gute Reise Ihnen, einen guten Tag in Berlin. Ich sehe, Sie stehen vor dem Bahnhof Berlin-Südkreuz jetzt, also gute Reise. Thomas Heilmann war das, CDU-Bundestagsabgeordneter. Ich danke, wünsche Ihnen einen guten Tag. Tschüss. Ihnen auch, danke.